Und ja, Thomas, der Grün-Gold-Club muss vorlegen. Und Roberto Albanese wäre nicht Roberto Albanese, wenn er nicht eine klare Kampfansage macht in der Beschreibung seiner Mannschaft. Also meine Mannschaft zeichnet aus, dass sie sehr homogen ist, dass sie auf den Top-Punkt austrainiert ist, dass wir exklusive Highlights zu bieten haben und ich denke vom Schrittmaterial mit die komplexeste Choreografie haben. Ja, ich glaube sogar, es wird noch ein Tick spannender. Zumindest haben das die Vor- und Zwischenrunde heute bewiesen. Dieses Team, der Grün-Gold-Club aus Bremen, amtierender Weltmeister im Übrigen, und Felbert werden sich im sprichwörtlichen Sinne ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Aber Formationstanzen ist von so vielen Faktoren abhängig. Passiert der einen oder anderen Mannschaft irgendwas Unvorhergesehenes, können selbstverständlich auch Bremerhaven oder Buchholz, der Gastgeber heute hier in Hamburg, noch deutscher Meister werden. Sven Emmerich, Roberto Albanese und Ehefrau Uta verantwortlich für dieses Team. Und der gute Roberto wäre nicht er selbst, hätte er nicht gesagt, wir sind nicht irgendwer, wir sind der Titelverteidiger. Also, wir sind die, die es zu schlagen gilt. Wir sind Weltmeister. Und immer noch amtierender deutscher Meister. 12-mal in Folge im Übrigen, zuletzt seit 2007 ununterbrochen. Haben ein großes Geheimnis gemacht aus ihrer neuen Choreografie, die sie heute erstmals zeigen. Music is the key, der Titel. Disco-Hits aus den 70ern und 80ern werden genutzt und vertanzt. Im Einmarschteil hier dargeboten. Das ist sozusagen das Verkaufsgespräch, was eine Formation mit den Wertungsrichtern führt. Soll hinleiten, was man vorhat. Und jetzt geht's los. 1 Stieg mit einer Höchstschwierigkeit. Lang genau über, ich glaube, 12 Drehungen waren es. Wieder bei Bremen feststellen kann, beim Grün-Gold-Club, ist dieser eigene Bremer Stil in den Bewegungen, in diesen binnenkörperlichen Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer. Da ist immer alles im Fluss, da ist nur eine winzige Nuance mit der Hand vielleicht im Spiel und schon geht's weiter. Kommen eigentlich nie zum Stillstand und haben eine Exaktheit in der Körperhaltung, in der Körperspannung, die ihresgleichen sucht. Wieder so ein Beweis in dieser Passage, dass man mit 16 Menschen gleichzeitig exakt das Gleiche tun kann, ohne dass irgendjemand aus der Reihe tanzt. Potsdurer, diese sogenannte Sitzpirouette mit Handwechsel bei den Herren. Höchstschwierigkeit und wunderbar gemeistert.
Wander Roundabout mit neuer Bildentwicklung, Bodenwischer dazwischen gesetzt. Das erfordert sehr, sehr viel Exaktheit, sonst knallt. Kleiner Fehler eben bei der Samba-Rolle bei einem Paar, der Herr die Dame kurz mal aus dem Arm verloren. Und da die Bremer hier gerade den 5. Lateintanz präsentiert haben, nur kurze Korrektur. Ich habe natürlich vorhin Quatsch erzählt. Beim Formationstanz muss man sehr wohl alle 5 Tänze präsentieren. 3, von denen ich vorhin sprach, bei den Standardtänzern, beziehen sich aufs Kürtanz. Also besser kannst du das nicht machen. Kleiner Patzer, angesprochen eben bei der Samba-Rolle. Aber ansonsten eine mitreißende, eine absolut fehlerlose Leistung, vor allen Dingen tänzerisch. Aber ist man ja gewohnt von den Bremern. Trotzdem wundert man sich, dass sie in diesem Jahr die Bundesliga nicht gewinnen konnten. Das hat der Rivale aus Velbert geschafft und auf die müssen wir gespannt sein und bis zum Ende warten. Das hier war jedenfalls schon mal eine Vorlage, die sich sehen lassen kann. Und das weiß er natürlich, Roberto Albanese, mit all seiner Erfahrung. Mit dem Blick für das, was zählt. Auch hier natürlich einige neue im Team, die er wunderbar integriert hat. Der Leader, das Urgestein, das Gesicht von Grün-Gold. Thomas Friedrich seit 1991 dabei, erstmals nicht mehr in diesem Turnier mit Grün-Gold am Start. Aber sie haben den Verlust, wenn man das so nennen will, wunderbar kompensiert. Ganz starke Leistung des Grün-Gold-Clubs aus Bremen. Folgt in der unendlichen Reihe der Titel den dieser Club gesammelt hat. Der nächste. Noch ist ein Fragezeichen dran. Die technische Qualität knapp unterhalb der 8, genauso die Bewegung zur Musik. Das überrascht mich ein bisschen. Dann die Teamdarbietung 8,5 etwa. Und auch die Choreografie mit ähnlichem Wert. Also eine 32, ein Tick schlechter als Bremen an dieser Stelle. Bewegung zur Musik auch etwas besser. Hier wird es ganz, ganz eng. Und in Gottes Namen, es ist schon wieder. Warum schon wieder? Um 0,2 Punkte der Grün-Gold-Club aus Bremen, der den deutschen Meistertitel mit nach Hause nimmt. Und das zum 13. Mal in Folge. Der FC Bayern, auch wenn man es in Bremen nicht gerne hört, des Tanzsports, ist in Bremen zu Hause. Wahnsinn! Und ich glaube, der Abend hat alles gehalten, was wir uns davon versprochen haben. Natürlich muss der Präsident erstmal seinen Trainer herzen, so viel Zeit muss sein. Und jetzt darf Sandra alles fragen, was sie will. Ja, vielen Dank, Carsten Flügel. Roberto Albanese, erst einmal herzlichen Glückwunsch, dass Ihnen nicht nur ein Stein gerade vom Herzen gefallen ist, hat man deutlich gesehen. Beschreiben Sie ein bisschen Ihr Innenleben. Ach, überglücklich mit dieser neuen jungen Mannschaft heute den deutschen Meistertitel geholt zu haben. Es
ist ja das Undankbarste, was einem passieren kann, dass man vorlegen muss. Ja. Wie ging es Ihnen denn die letzten 20 Minuten? Schlecht, ganz schlecht. Ganz schlecht. Und das Blöde ist, dann kommen die Kameras immer auf mich. Und sie, von innen ist alles, ich bin schwarz oder weiß, verstehen Sie? Oh geil. Nun ist es weiß geworden, jetzt kommt die WM zu Hause. Was ist denn jetzt drin gegen Felbert auch? Wir wollen zu Hause Weltmeister werden. Das ist eine klare Ansage und das ist für mich der Punkt, Ihnen zu sagen, wo Sie diese Weltmeisterschaft sehen werden. Am 7. Dezember ab 23.40 Uhr im NDR Fernsehen. Mal sehen, was die Bremer und die Felberter dann so hinkriegen. Ich darf mich verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne weitere Nacht. Hier wird mit Sicherheit noch kräftig gefeiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.